Eine Folge werde ich noch schaffen, bevor meine Stimme komplett versagt. Willkommen zurück zu Domekeeper, der Schmollmine Nummer 2. Ich habe ja in der letzten Session ein kleines bisschen rumgerantet. Keine Sorge, das hört nicht auf. Denn die vorletzte Mine... Ne, Moment, die letzte Mine. Noch ist es ja die letzte Mine. Die letzte Mine habe ich ja mal so richtig vor die Wand gefahren. So richtig schön unter Tage vor die Wand gefahren. Naja, aber jetzt läuft es ja erstmal wieder so halbwegs besser. Ja, mal schauen. So, auf jeden Fall nochmal die Schwierigkeit ein kleines bisschen angepasst. Einmal von brutal auf brutal geblieben. So, hier ist es richtig, ne? So. Boah, ey, das ist richtig OP. Einfach noch super viel Kobalt. Ich habe in der letzten Folge dieses Radar gefunden. Und halte jetzt mal mich an das Kochbuch für erfolgreiche Minen. How to manage successful mining facility. Geschrieben von unserem guten alten Legion. Könnte man meinen. Von dem kam ja der Tipp. Also dann, dass man hier nur alle vier Schichten sich das natürlich anschaut, macht auch durchaus Sinn. Wenn man ja eh dann zwei Schichten weiter gucken kann. Also in meinen Augen super stark. Richtig gut, richtig krass. Crazy shit. Ah, das wird wieder ein bisschen knapp. Komm, gib her. Tschüss. Nee, wird zu knapp. Die Mine geht vor. Ne, stimmt gar nicht. Die Kuppel geht vor. LOL. Warte, 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 warte. Easy. Ja. Da kam in der Zwischenzeit auch mal was an. Das geht mir aber tatsächlich doch ein bisschen zu langsam, bin ich ehrlich. Kein Wasser habe ich gerade. Shit. Tja, dann ist das halt so. Mit 7 kann ich aber allerdings auch nicht so viel machen. Ich könnte jetzt gerade hier mal die Kuppelintegrität erhöhen. Das finde ich auch für die tatsächlich nicht schlechteste Idee des heutigen Tages. Ich hatte schon schlechtere, allein heute. Oh, warum habe ich das nicht eher gemacht? Keine Ahnung. Das große ausholen. Nice. Easy. Ah, sehr gut. Riecht ihr das? Das ist der Geruch des Erfolgs. Der Geruch des Schummelns durch das Radar. Durch den Radar, sorry. Ja, der hier auch, ne? Konform bleiben. Das ist nächste Ei sehen. Als würde ich das nicht Ei sehen. Wo sich das hier versteckt. So weit kommt es ja noch. So, jetzt haben wir die Schicht dann einmal hier. Boah, okay. Es könnte sich nur noch um Stunden handeln. Und jetzt, wo ich einfach wieder Wasser brauche, da finde ich kein Eisen. Und ich habe natürlich das... andersrum. Da finde ich natürlich... Ja, genau. Also, wo ich Wasser brauche, da finde ich mal wieder Eisen. Und das Relikt lässt der Admiral auch einfach mal hier liegen. Und hier liegt eigentlich mal Wasser. Cool. Wo ich Wasser brauche, da finde ich Eisen. So, keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade wieder formuliert habe. Ist schon wieder kaputt formuliert. Nein! Und das Relikt kommt einfach nicht durch, weil hier einfach alles blockiert. Geil. Aber eben, komm. Ey. Ich raste aus. Ja, dann halt nicht. Scheiße. Lass mich durch. Mir gehört die Kuppel. Ja, das nehme ich mal mit. Das ist immer gut.
Ach Mist. Die Viecher, das sind einfach die schlimmsten. Die kommen wirklich direkt aus der Hölle. Die kommen eiskalt direkt aus der Hölle. Mit 9-Euro-Ticket. Krass, das würde bedeuten, dass Deutschland mit der Hölle verbunden wäre. Interessant. Interessanter Gedanke. Ich hoffe nicht. Ah, endlich mal wieder Urlaub in der Hölle. Hm. Aber du wolltest doch dahin fahren, wo es warm ist. So. Also mal hier ein bisschen mit nach oben drücken. Und ich glaube, ich sollte mal den Aufzug leicht verbessern, obwohl mit der Zeit kommt das ja eh nach oben. So, Sonde. Die brauche ich jetzt mit dem Radar garantiert nicht. Deswegen gehe ich einfach auf den Borberto. Mal wieder. Komm, Borberto. Borberto. Der goldene Borberto. Eigentlich könnte ich den doch einfach so fallen lassen, oder? Boah, so richtig. So ein richtiges Monster einfach. So richtig assi. Okay, wenn ich weiterhin so einen Takt mine, dann muss ich vielleicht noch irgendwo Patentrechte bezahlen. Und mal wieder Eisen. Yeah. Egal, dann kann ich gleich einmal die Bohrstärke erhöhen. Und ich habe immer noch gegen das eine Teil hier. Sehr gut. So. Eine Complete. Ja, okay. Jetzt wird wieder knapp. Dann fahre ich da immer nach oben. Das Water mitnehmen. Tja, möchte meinen, dass ich weiß, was ich hier tue, aber die Wahrheit ist das. Das stimmt gar nicht so. 8, 4 und 7. Diesmal echt super viel Kobalt. Aber das habe ich auch echt nur dem Schummelradar zu verdanken. So, dann nehme ich hier auch die Bohrstärke mit. Schau ich mal, wofür ich das Geld gleich alles ausgebe. Das Eisen meine ich. Entschuldigung. Nein, ich hasse die Viecher. Ja, wie gesagt, eigentlich hasse ich alle Viecher. Ciao. Oh, das war irgendwie komisch. Nice. Eben hier nach oben bringen, weil dann kann ich nämlich auch schneller zurück in die Mine. Wenn ich auf dem Weg nach unten nicht noch irgendwo einen Teleporter finde, wäre cool. Aber naja, ne? So. Erstmal hier das Eisen mitnehmen. Den Eisen. Wieder Wasser. Ich würde ja nach wie vor behaupten, dass es immer so ein bisschen zufallsabhängig ist, wie man durch so eine Mine durchkommt. Ja, entweder man hat so mit, wie jetzt, so wie ich, einfach so voll die Schummelmine. Geil, das ist der Titel für diese Folge. Die Schummelmine. Es gibt die Schummelmine und dann die Schummelmine. Nice. Ah, ey, Meister der Kreativität. Da ist es wieder, dieses ominöse Eigenlob. Über das immer so alle haten. Yo! Hier gibt's einfach nur Eisen. Naja, ne? Wenn du da eben so den Radar da findest, ne? Dann ist das Leben halt einfach. So. Kann ich das hier schon mal irgendwie. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ah,
könnte ganz knapp passen, wenn das hier mitkäme. Weiß ich nicht. Mal sehen. Komm schon. Ah. Ey, ciao. Okay, egal. Ich habe genug Kobalt, um das zu reparieren. Hoffentlich. Nice. Oh, okay. Ich lag falsch. Ich hätte mich auch mal daran erinnern können, aber tatsächlich kann man dann die Updates oder die nicht die Gadgets. Da steht doch Gadget, Gott. Natürlich kann man dann die Gadgets auch doch nochmal nachkaufen. Sehr schön. Cool. Dann lag ich wohl einfach mal wieder falsch. So wie eigentlich immer. Boah, der Aufzug könnte echt mal ein bisschen schneller arbeiten. Kugeln bewegen sich schneller. Kugelgeschwindigkeit. Ja. Was ist, wenn ich da noch eine Kugel mitnehme? Ja, eine zusätzliche Kugel kann man ja mitnehmen. So, dann... Oh! Ja, Bobbert, habe ich vielleicht mal wieder vergessen. Unten in der Mine. Effiziente Wasserumwandlung, genau. Nehmen wir auch noch mit. Und dann... Hell let loose. Ganz böse. Die sind ganz böse. Ja, okay, alles ist, eigentlich ist alles böse. Aber die treffe ich halt überhaupt nicht. Also immer noch mehr. Na komm. Ich sehe deinen letzten Pixel, Kollege. Ach, Kobalt. Ja, cool. Maximale Effizienz natürlich dadurch, wenn ich dann... Moment. Momentchen. Ich habe den großen Fehler gemacht hier. Ich muss natürlich einmal ein Wasser in Eisen umwandeln. Ciao. Chausenhausen. Ich glaube, ich hatte doch jetzt irgendwo links nochmal Eisen gefunden, oder? War das nicht so? Jo, tatsächlich. Okay, diesmal habe ich mich tatsächlich daran erinnert. Nice. So, aber das lasse ich erstmal hier liegen, because, dann kann ich hier weiterhin das Gestein gucken. Ich fühle mich jetzt gerade echt schlecht. Also, das ist halt echt so hart geschummelt. Aber vom Spiel aus. Tja. Da ist Wasser. Yo, Wasser und Kobalt und dies und jenes. Da findest du noch irgendwo, ne? Eine Schatztruhe aus dem 17. Jahrhundert oder so. Die wirklich allererste Version von George Lucas, von Star Wars oder so. Die Dinge, die die Menschheit einfach nicht mehr vermisst. Und, ne? Bei Star Wars Episode 10 von, ne? Den, Sequels. Na komm. Put. Ey, er war so viele Ressourcen gerade. Also wenn ich das jetzt versau, ne? Dann ist das, oder dann wäre das wirklich, wirklich peinlich. Dann wäre das wirklich peinlich. Jetzt macht das schon direkt mit Ansage, ne, und versagt einfach so komplett. Genau, erstmal den Wächteraufzug, das ist schon sehr schön. Kugeln. Und, oh, ich sollte vielleicht auch tatsächlich mal hier die, Klinge weiter aufbessern. Verzögerung klingt gar nicht so schlecht. Genau. Eins nach dem anderen. Erstmal das Schwert aufrüsten. Juhu! Da kommt. Ihr Ässlichen! Und diesen wieder äußeres Ässlich. Boom. Eigentlich. Boah,
Das ist halt echt brutal. So, jetzt muss ich mich hier die Scheißviecher abwehren. Easy. Nein, daneben. Oh, ich bin gar nicht fertig. Warte. Ja, klar. Ja, spring. Ja, klar. Spring einfach durch. Easy. Tschüss. Ah, Gott, ist das schlimm. Okay. Ja, erstmal schön mit dem Schummelradar arbeiten hier. Oh, das ist noch nicht gut. Da habe ich noch nicht die Bohrstärke für. Die Bohrbärtstärke. Und ja, je weiter ich den Bohrer hier. Ach, den Bohrer. Ne? Je weiter ich hier in die Mine gehe, desto länger braucht auch der Fahrstuhl, um dann zu arbeiten. Ne, hier ist auch nicht sinnvoll. Warte, ich komm. Warte, ich kann halt hier gucken. Bohrbärt weiß hoffentlich, was er tut. Genau in dem Moment pinnt er ein. Nice. Okay. Schade. Ich finde aber echt, den kann man relativ gut auf das, schlimmere Gestein jagen, damit man den auch schön im Blick behält. Ich denke, wenn man den wirklich richtig gut einsetzt, dann holt er auf jeden Fall auch seinen Value raus. Oh, ich muss da um. Nein. Oh shit. Okay. 11. Nice. Mit 11 kommt die 10. Muss ich dann noch nutzen. So, und einfach mal 30 von den Viechern. Gott im Himmel. Natürlich. Warum auch nicht? Wenn du einfach sonst keine Probleme hast, dann spiel Domekeeper. So, ich hol mal kurz hier das Eisen rein. Dann schmeiße ich nochmal hier kurz den Ressourcenumwand leer an. Dann fällt mir gerade ein, dass ich noch gar nicht angezeigt bekomme, wie viele Ressourcen ich habe. Dann aktiviere ich das Spray und dann setze ich mich wieder an den Rechner hier und ja. Und mich erstmal meines Lebens, was ich jetzt machen soll. 8. Was kann man für 8 kaufen? Für 8 kann ich mehr Tragkraft. Ja, sehr schön. Wäre gar nicht so schlecht, wenn ich das mal wieder zum... Na, dann kann ich auch mehr für den Aufzug transportieren. Boah. Ja. Gut, dann mache ich das so. Hä? Ja, komm, ich nehme das jetzt einmal eben hier mit, dann ich das hier nicht mehr so doof durch in der Gegend rum. Schotter hier. Mineralien habe ich auch. So. Hier haben wir drauf. Dankeschön. Der Aufzug. Oh. Oh. Bobbert. Nice. Da hat er was. Da hat er doch was hier. Mal gerissen. Wahrscheinlich auch die Bohrstärke aufmöbeln, dass ich mir das hier überhaupt abbauen kann. Na komm, ich trödel. Klong, klong, klong. Ja. Na komm, gib her. Gib mir das, please. Dankeschön. Tschüss. Juhu.
würde mich immer noch mal interessieren, ob es eine Lore zu dem Spiel gibt. Jetzt hat sich da einer, weiß ich nicht, so ein Timothy Zahn oder Zahn oder so wieder so voll die krasse Geschichte überlegt. Und ich kann das leider nur noch zu Cobalt schreddern. Nice. So, das heißt, wir sind dem Ende tatsächlich näher, als ich wollen würde. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, dann schaffe ich diese Mine wahrscheinlich nur dementsprechend leicht, weil ich, ja, weil ich da dieses Dingens gefunden habe. Also hier den Radar. Und das lässt mich dann doch etwas, desillusioniert zurück. Das könnte man noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ready ist oder nicht. Ready or not. Habe ich nie gespielt. Schade. Komm. Yo. Was ist denn? What the heck is that? Was zum großen Schmuh ist das denn? Der große Money-Schmuh. Ach, so ein Mist. Es läuft einfach so voll gut, aber dann... Ja, das ist noch so, weiß ich nicht so, ne? Ich find's ja okay, dass die Mine wahrscheinlich erfolgreich sein wird. Ich find's dagegen dann auch eher uncool, dass, ja, bin ich ehrlich. Also, dass man sich das so ein bisschen passiv erschummeln kann, wenn du am Anfang halt direkt, ja, so ein Gadget findest, ne? Oder dann eben sowas. Finde ich halt diesen Cthulhu-Verschnitt etwas besser. Oder etwas balanceder, ne? Also, wenn du dann bei dem anderen halt genau das hier kriegst. Ja, aber Glück gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? Sind wir ehrlich. Hä? Ich mach nicht weiter. Nisch. Geil, wenn man A hält, dann hebt ihr echt nur die den Quatsch in der Nähe auf. Wusste ich gar nicht. Cool. Erstmal wieder die Ladung hier. Come on. Jetzt sollte ich mal doch darüber nachdenken, den Aufzug ein kleines bisschen zu beschleunigen, weil sonst muss ich ja 5 Milliarden Jahre warten, bis das hier wieder oben ist. Der Tag der Prophezeiung, an dem das Skelett aus der Mine emporsteigt. Gibt es eigentlich noch Bearskins außer den? Ich mich wahrscheinlich schon 5-mal gefragt. Wann war eben? So, ja, komm. Ach, wir können die Mine gleich kaufen. Wir können den Planeten gleich kaufen hier. Einmal für 17 die Bohrstärke, danke. Und dann hätte ich gerne noch für 5 den Schaden. Nice. Ah, das war gut. Das auch. Jo, nice. Gute Runde. Das war doch mal echt eine richtig gute Runde. Okay, Bohrstärke mal sehen. Erstmal eine halbe Stunde hier hinabfahren. In die Mine. Ja, das ist super viel Material rechts und links, aber das brauche ich jetzt wohl erstmal nicht mitnehmen. Ich bohre mal eben hier in die tiefsten Tiefen von Khazad-dûm. Und gleich erstmal wieder einen Balrog ausbuddeln. Ach, Mist, ich hatte den. Ja, gut. Den, sag mal schnell. Den Spray gar nicht losgeschickt.
Mist, habe ich vergessen. Und das ist eins der Endreliktknoten. Sehr schön. Ich dachte jetzt echt, dass die Katze auf einmal mitgekommen wäre. Das Vieh hier sah jetzt aus wie die Katze. Jetzt aber echt kurz am überlegen, ob ich die Session hier nicht noch eben zu Ende spiele. Dann ist das nämlich auch in sich abgeschlossen. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie eine Mine durchgehauen. Also vor allem keine, die hier vom Gelände her riesig ist. Ja, das war jetzt auch recht abnormal. Tja, man darf ja auch mal Glück haben. So. Ne? So, das war's auch. Okay. Geschwindigkeit wäre nice. Ich kann allerdings auch. Baubett brauche ich wahrscheinlich nicht mehr auf Möbeln. Genau, einmal die Geschwindigkeit von den Viechern hier. So, Wächteraufzug 2. Cool, das gibt's auch. Boah, das würde mir eigentlich über die ganze Zeit sogar mehr einen Bonus bringen, vor allem dadurch, dass ich ja schneller Ressourcen nach oben bringen kann. Und, genau. Ne? Ach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wirklich besser ist. Ja, komm. Jetzt erstmal hier die Geschwindigkeit, dann sind die auch ein bisschen schneller, dann hier noch und dann kaufe ich mir den Rest dann später. 3 und 1, nee. Genau, das kaufe ich mir noch und dann let's go! Aha, ich hab's gewusst. Ja, schick doch mir. Vollkommen okay. Ja, spring doch ab. Genau. Spring dir erstmal aus 10 Kilometern auf die Kuppel. Le Spray. Das wurde von LeChuck. Dann einmal das Eisehen holen. I see what you are doing there. Ah, warum man das Jetpack nicht einfach ausmacht. Hat dieser Planet eigentlich keine Gravitation oder so? Ist einfach so sagen, so, yo, ne? Oder, ja gut, je nachdem wie die Kuppel. Ah, das macht auch keinen Sinn, oder? Dann geht die Kuppel gar nicht nach unten, sondern eher zur Seite. Das weiß ja keiner. Okay, und wo ist das große Relikt? Wo ist El Relicto? Je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert, dann mache ich dann tatsächlich hier gleich mal eben einen Cut. Denn immer wenn ich sage, ich mache das mal eben noch fertig, dann dauert das noch so 3 Stunden. Und tja. Das wäre dann auch irgendwie doof. Das wäre dann auch ein bisschen blöd. Dann auch nochmal so ganz langsam an den Verbesserungen arbeiten. Ich weiß auch nicht, ob das Mikro mir tatsächlich hier so. Ja, also ich glaube, es liegt einfach nicht am Mikro, es liegt einfach daran, wie ich das im Hintergrund dann nochmal umwandle oder bearbeite von der Soundaufnahme her. Und ja, mal sehen. Okay, hier scheint das ein größeres Relikt zu sein. Oder. Nee, noch ein kleineres. Wow. Brauche ich auch gar nicht mehr. Ich würde gerne nochmal einen halbwegs vernünftigen Vorspann einbauen. Also, ne, tatsächlich, ich hatte ja am Anfang überlegt, mache ich jetzt einen halben Vorspann, ja oder nein, aber das wird halt eher so ein. Ja, so ein 3-Sekunden-Ding oder so, ne? So, ihr schaut dem Spacko hier zu, dann sagen alle, oh mein Gott, schalten wieder ab und dann, ne? Dass die Zuschauer wenigstens vorher nochmal so eine kleine Warnung rauskriegen, wem die jetzt gerade zuschauen. Ja, und dann. Dann mal sehen. Es gibt jedenfalls noch sehr vieles auf der Liste. Und
Mehr Kobalt. Ich denke, ich hatte noch nie so viel Kobalt in dem Spiel. Okay, und wir verbessern noch einmal die... Nein, ich habe die schwere Klinge genommen, ich Idiot. Gott, wieso sagt mir das denn keiner, dass ich die genommen habe? Ah, wollte ich gar nicht. Mist. Tja, da habe ich mich dann leider ein bisschen vertan. Ja, scheiße. Jo, mein Jong, das ist jetzt meine Klinge, ey. Mignon. Okay, nice. So, das wäre schon mal die linke Seite. Das wäre die... So, noch mehr? Ohne Fahrschein? Yo, da tauchen sie erstmal auf. Alles klar. Yo, cool. Das sieht ja dann relativ vielversprechend aus. Dann würde ich hier nochmal einen Cut machen, bevor ich jetzt hier noch 5 Stunden dran packe. Ich darf mich mal wieder fürs Zuschauen bedanken und hoffe, wir sehen uns indirekt und einseitig dann in der nächsten Folge wieder. Yo, und bis dahin, wieder schauen. Ringo, ciao, ciao und bis dann. Tschüss.